Ravanisches Vorland. In Detriten. Findet. Ja. Der nächste Ort, an dem wir dann fliegen können. Hier dauert es dann nochmal 3 Jahre. Soweit so gut. Jetzt müssen wir nur noch nach Hesfelga finden. Aber wie ist die Frage? Mokri. In dem Gebiet, aus dem wir jetzt gerade gekommen sind, kann ich jetzt fliegen, ja. Genauso wie ich in Quertas, dieses westliche Hochland von Quertas. Da kann ich auch fliegen. Wenn du halt alle Wind-Ether-Quellen gefunden hast, dann geht das. Dafür musst du einige Nebenquests machen, die Hauptstory weiterspielen und dann hast du, meine ich, durch eine der Hauptquests so einen Kompass bekommen. Und wenn du diesen Kompass dann halt benutzt, ich glaube, es gibt da 10, die du wo finden kannst, 10 Wind-Ether-Quellen oder 7, ich weiß nicht genau. Da werden die dann quasi, die kannst du dann einfach so freischalten. Die anderen halt durch Quests. Ist immer ganz lustig, die zu suchen. Vor allem, wenn du nicht weißt, wo du hin musst. Die Karte noch unentdeckt ist. Super. Jetzt darfst du das über früh jedes Gebiet machen. Wurde mir mal so nebenbei verraten. Ich hole jetzt schon. Was ist denn das für ein seltsames Wesen? Ein Mokri? Ein Mokri ist doch nicht seltsam. Oh nein! Nun hat sie erstmal schön erschreckt. Oh, ich finde diese zusammengekniffenen Augen immer so süß. Ich mag mich getäuscht haben. Aber für mich sah das ganz nach einem Mokri aus. Jo. Schnitzeljagd nach Pups folgen. Jo, bin ich dabei. Ja, ne? Was tut man nicht alles, damit man fliegen kann? Die Mokris leben eigentlich nur im Finsterwald. Was hatte er hier zu suchen? Egal, wir sollten uns an seine Fersen heften. Vielleicht weiß er ja, wie wir Raffsfelga, wie auch immer, finden können. Ach ja. Geil. Ganz toll. So, wir nehmen aber hier erstmal den einen. Was haben wir hier hinten? Okay. Nichts. Einfach nur nichts. Ja, Linie Chocobo. Wir wissen Bescheid. Mal ist. Nichts. Gut, warte, wo mussten wir hin? Hier lang, ne? Gehen wir Richtung Osten. Also dann auch in diese Richtung. Ich glaube, ich bestelle mir mal ein Bier. Oh je. Ein Bier haben wir hier sogar noch. 3 Stück, glaube ich. Was ist das da? Das hatten wir eben schon gefunden. Okay. Da kommt wahrscheinlich erst hoch über Finger. Mokrichi bekommt ein schönes, kühles. Ja, das hätte was. Definitiv. Du kannst. Aber hier ist doch gar nichts. Oder sehe ich hier ein Wölkchen, ohne es zu sehen. Richtung Nordost. Aber hier ist doch gar nichts. Seltsam.
Bin ich da ganz oben. Ich denke, ob hier ein Tanzhaber am Werk ist. Aha. Ein Tanzhaber, okay. Muss ich hier noch irgendwas anderes machen, um hier an die Dinger ranzukommen? Oh, bitte sag's mir nicht. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch so einen Anti-Tarnzauber finden. Damit ich die Ätherwölkchen noch ja finde. Oh, ich befürchte Schreckliches. Mhm. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee mit meinem Knie. Ah. Eieiei. Eieiei. Oh. Schmerz. Schmerz, lass nach. Du hast so was. Der Mokri wusste vielleicht, wie wir zu Kestvilgar kommen. Wäre jedenfalls nicht verkehrt, einen Anhaltspunkt zu haben. Das ganze Wolkenmeer können wir kaum durchkämmen. Und mein Drachenauge verrät mir leider nur, wo Nitok steckt. Ich fürchte, wir müssen uns wieder einmal aufteilen. Halte du nach friedlichen Drachen Ausschau, die uns Auskunft geben können. Würdest du das tun? Ich kann es zumindest versuchen. Die meisten Daten hier sind auf Nitoks Seite, aber vielleicht haben wir ja Glück. Was machst du, Alfino? Scheiß Pläne schmieden? Weiter nach dem Mokri suchen. Ich glaube, es gibt wirklich Geld. Und zwar im Finsterwald. Vielleicht wirst du mit dem Mokris dort etwas über etwaige Artgenossen im Wolkenmeer. Adaria, es wäre gut, wenn du mich begleiten könntest. Och, komm schon. In Ordnung, ich bleibe hier. Das sollte Nitoks Blick von euch lenken. Er weiß, dass wir Tioman getötet und das Drachenauge in seine Nähe gebracht haben. Wenn ich hier verharre, habt ihr von ihm nichts zu befürchten. Das wäre in der Tat eine große Hilfe. Also gut, wir brechen nach Gridania auf. Du Kane Senna, ihr vertrauen die Mokris, aber vorher solltest du die noch mit dem Eteriten hier harmonisieren. Sei denn, du brennst auf den ganzen Weg nochmal zu Fuß zurückzulegen. Ja, danke, dass sie mir jetzt erst einen Tipp geben. Ich wäre da nie drauf gekommen, mich mit dem Eteriten zu verbinden. Niemals wäre ich darauf gekommen. Ich weiß gar nicht, ne? Also wirklich, ey. Die glauben auch manchmal, dass ich von gestern wäre. Wir haben uns ja hier mit dem Eteriten verbunden, ne? In der Nebel. Mucklingen. So, das heißt einmal nach Gridania zurück. Juhu, weil es so viel Spaß macht. So, oder? Okay, das war leer. Lieber zu oft, das ist wenig angesagt, oder? Ja, aber wenn man. Also rein theoretisch.
Man könnte es ja sagen, wenn man noch ein Stück weiter zum nächsten Ätherit laufen müsste. Wenn der Ätherit aber quasi direkt vor einem steht, dann ist es doch eigentlich offensichtlich. Also eigentlich. Nicht hundertprozentig, aber so. Minimal vielleicht. Müsste eigentlich Ramu machen, ne? Ganz, ganz eigentlich. Okay, ich dachte, da würde ich dann auch noch rumkrabbeln. Eigentlich müsste ich den einen Dings mit Ramu nochmal machen. Habe ich da noch eine Auswahl? Aber ich will nicht. Wunderbaren Schließfächer. Also jetzt lassen sie aber wieder nach mit denen. Ich glaube, wir betrügen nicht. Ja. Wie lange kann man bitte telefonieren, ey? Was denn eine Ewigkeit weg? Hey Daria, Alfino, Admiral Merwip hatte mir bereits berichtet, dass ihr aus Ulda entkommen konntet. Die Freude, euch endlich zu treffen, ist grenzenlos. Ja, das sieht man. Wir sind euch dankbar für alles, was ihr für uns getan habt, älteste Saatzieherin. Leider müssen wir euch schon wieder mit einer Bitte behelligen. Ich kann das auch nicht übermachen, es ist... Also, ganz ehrlich, wenn jemand so lange mit mir telefonieren würde und ich irgendwann keinen Bock mehr hätte, ich würde einfach auf so einen roten Hörer drücken, beziehungsweise einfach sagen, so, ich habe noch was zu tun, ich habe noch was vor. Ciao. Mache ich bei meiner Familie immer ganz gerne. Na gut, zurzeit nicht, aber sonst auch schon. Wir möchten den Krieg zwischen Ishgard und den Drachen beenden und dafür brauchen wir eure Hilfe. Habe ich was vor? Ja, eigentlich wolltest du das, was vorhin bei ESO Thema war, ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen, wolltest du eigentlich im Voice ausführen. Dazu müsste ich jetzt aber den kompletten Chat einmal hochscrollen, um das nochmal zu finden. Du kannst natürlich auch als mein Prügelknabe hier wieder mit reinkommen, aber nein. Nein. Du hast heute mein Mobbing frei. Ach, was war das? Was kann ich für euch tun? Ich finde immer noch das Outfit. Ihr glaubt, dass es Mokris in dem wallenden Nebel gibt und hofft, dass sie euch den Weg zu Hressfelga weisen können? Den komme ich auch noch, keine Sorge. Wie? Ich nicht früher, Knabe. Doch, doch. Aber nicht heute. Also nicht heute, Prügelknabe. Wobei das Prügelknabe eigentlich auch eher auf die Indies bezogen war. Aber du kannst mich gern von der Hauptstory erlösen. Kupupupo! Das wäre eine Kupusation. Um Gottes Willen, jetzt geht das schon wieder los. Oh, aber sie sind so süß. Dieses stumme Peinchen. Kuplokop, was verschafft uns die Ehre? Ich war gekommen, um dir ein paar Kuponüsse zu bringen, älteste Saatzieherin. Doch was dürfen meine Ohren da vernehmen? Moki ist im Wolkenmeer? Das höre ich zum ersten Mal, Kupo. Auch ich wollte zuerst meinen Augen nicht trauen. Doch da flog zweifelsohne ein Moki durchs Wolkenmeer. Wenn sein Fell auch eine andere Farbe hatte als deins. Echt? Hat es?
Ist es möglich, dass dort oben Mokris leben, Kuplokop? Kuplokop. Nun, es heißt, dass unsere Ahnen aus den Wolken stammen, Kupo. Ah, also spielt sicher auf die Legende von Mogulmog dem 12. an. Den letzten König der Mokris, der einen Seil vom Himmel hinabwarf, dem sein bedrohtes Volk sich hinabangelte. Nun, die Legende scheint wahr zu sein, wenn mich meine Augen nicht vollkommen im Stich gelassen haben. Auszuschließen ist es nicht. Schade, dass der Mokri so schüchtern war und vorauf weggeflogen ist. Nicht schüchtern, Kupo, vorsichtig! So wie wir. Bestimmt habt ihr ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt. Oh, ich liebe Mokris. Deswegen werde ich mich mit euch gehen, Kupo. Mit Mokri wird man bestimmt zuhören. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Kuplo. Du wärst wirklich bereit, uns bis zum Wolkenmeer zu begleiten? Aber selbstverständlich, Kupo. Mir ist zwar unwohl bei dem Gedanken, die Sicherheit des Waldes zu verlassen, aber unsere Ahnen über den Wolken würde ich nur zu gern treffen. Auch ich will euch begleiten, Alfino. Vielleicht kann ich ja etwas für euch tun. Was? Du verlässt nie den Wald. Außer um vielleicht meiner Röder zu reisen. Seid ihr euch sicher, werte Saatseherin? Ich krieg daher übelst einen auf den Dates. Oh. Puh, der war stark. Oh. Ich hole den Bund und der Krieger des Kriegerin des Lichts viel. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Na, schmeckt's. Ja. Quasi Tonic Water, also quasi Tonic Water Whiteberry. Whiteberry. Mit Schuss Wodka und einer kleinen Mitzblättchen. Bier-Minzblättchen. Wenn man das Babyblatt mitzieht für Minzblättchen. Aber ja, schmeckt. Vorzüglich. Ja, ich habe mich auch verschluckt. Ich habe mich verschluckt. Es tut mir leid. Warte mal. Ja. Es spricht doch hoffentlich nichts dagegen. Selbstverständlich nicht. Es wäre uns eine Ehre, älteste Saatseherin. Okay, so, warte mal. Ich will jetzt zumindest ein paar dieser Sachen hier fertig haben. Beziehungsweise, was heißt fertig haben, aber... Na, so ein bisschen hier ausdünnen. Die ganzen schweren Sachen und extra Inis und so weiter. Will ich erstmal alles freischalten. Nicht alles, aber zumindest in der Umgebung wieder. Nee, das hier ist die Ulda. Das ist tatsächlich nicht Ulda, aber okay, es gilt für Ulda. Dann habe ich, glaube ich, um mir Sachen für später zur Auswahl, ne? Oh, die hat auch so ein cooles Bett. So, das ist diese Anfänger-Arena. Ja, da will ich nicht unbedingt rein.
Ach, da muss ich dann für schwer einfach mit rein. Und schwer abschließen. Ja gut, da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf. Das abzuschließen. Da will ich jetzt nicht unbedingt sehr schwer rein. Da gibt es 30.000 Sachen, die ich lieber machen würde. Weg damit. Einmal vergessen, Oase. Perida. Oh Mann. Wir gehen mal lieber hier rein, dass hier unten ist und... Okay. Da muss ich dann tatsächlich rein. Nee, muss ich nicht. Nee, ich muss darüber. Am Feld soll ich zum Still teilnehmen. Ah, okay, ich soll einfach nur an dem Feld teilnehmen. Okay. Und das Fate ist da drüber. Das erklärt natürlich einiges. Nee, das Fate ist nicht darüber. Okay. Ja gut, okay, dann das machen wir auch anders. Wir jetzt sehen wirklich Lust. Ach da. Stärchen. Und tschüss. Ring der Asche. Wo auch immer Ring der Asche jetzt hier steht. Okay, ich bin blind.
Ja, nix. Bruderschaft der Asche steht da noch. Aber nicht Ring der Asche. Bruderschaft. Ein ganz großer Unterschied. Und Ring oder Bruderschaft? Hä? Also das ist ein Fehler. Hier war ich ja gerade. Da ist keiner. Ich bin mir genau zu der Stelle, wo ich eben gerade gewesen bin. Da ist es jetzt. Ja, das wäre dann da hinten. Nehmen wir die eine Quest noch ab. Den machen wir Not oder Notgedrungen die Hauptquest weiter. Okay. Ja. Okay, kriegen tun wir da nichts für. Das ist aber... Also. Das ist auf ihr Finsterwald. Square das. Und das ist Rauschebad. Das sind Gaia. Und Kaya, freust du dich schon auf deine nächste Inni? Keine Antwort. Oh, jetzt sieht's cool aus. Jetzt sieht's mega cool aus. Da runter. Ich weiß immer noch nicht, wo hier das Nebelwölkchen sein soll. Hallo, Istinien. Da bist du ja wieder. Nidok hat sich nicht geregt, aber ich spüre nach wie vor, dass er uns beobachtet. Die älteste Satzin und einen Gridan Schmuck, die konntet ihr für unsere Sache gewinnen? Keine schlechte Ausbeute. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Junge sich nicht verläuft. Sagt uns aber noch, wir sollen den Eteriten finden. Ah, da sind sie ja. Entschuldigt, dass wir euch so lange warten ließen. Unsere Reise verlief problemlos. Ehrlich gesagt, waren wir sogar verdächtig wenig Drachen unterwegs. Dies ist Istinien, werte Satzierin, ein Drachenreiter aus Ishgard.
Es freut mich, euch kennenzulernen, Estinien. Mein Name ist Kanisena. Ihr das Soldat hier in Gridanias. Habt Dank, dass ihr dem Bund dieser Angelegenheit beisteht. Ist es womöglich die Siedlung des Wurtenmeer-Mokris? Ich spüre eine Präsenz. Als Gäste sollten wir uns höflich vorstellen. Oh, sofort der Bursche. Hat mal wieder geredet? Nee. Dieser Ort scheint mir angemessen. Sie warten schon, liebe Saatseherin. Ganz viele Mokris, Kupo. Ihr könnt sie nur nicht sehen. Sie haben sich mit einem Zauber unsichtbar gemacht. Liebe Mokris, mein Name ist Kanisena. Ich bin aus dem Finsterwald gekommen, mit euch zu sprechen, begleitet von eurem Kameraden Kublokop. Wir kommen in Freundschaft und Frieden. Der Wind und die Wolken sind meine Zeugen. Seht dieses Licht. Sie flüstern es uns. Sie flüstern es uns, Kupo. Dein Herz ist rein wie Sonnenschein. Müsste sein. Alles gut. Oh mein Gott. Diese Krone. Ah. Oh mein Gott. Ist das niedlich. Die sind aber so leicht rosa, ne? Die haben etwas anderes Weiß. Also so ein Rosé-Weiß, glaube ich eher. Ich bin Mokling Kupo, der Anführer dieses ruhmreichen Stammes. Hab Dank, dass du dich zeigst, werter Moklin. Darf auch ich mich vorstellen, Kupo? Mein Name ist Kuplokop. Ich bin als Vertreter der Mokris des Finsterwaldes hier. Gott, ist er riesig im Vergleich zu dem Kuplokop. Was du nicht sagst, Kupo. Dein Fell hat eine andere Farbe, aber ein Mokri bist du zweifelsohne. Es kommt mir vor wie in einem Traum. Meine Gefährten wussten nicht, dass du und dein Volk hier oben lebt. Verzeiht, wenn sie euch Angst gemacht haben. Ich hoffe, wir können trotzdem Freunde werden. Wir sind hierher gekommen, um Haresvilgar, dem heiligen Drachen, zu sprechen. Wir wünschen, den tausendjährigen Krieg zu beenden. Das würde ich gerne glauben, Kupo. Dein Licht ist gütig. Ganz anders als das der Drachenaugenträger. Der macht uns Angst, Kupo. Deshalb haben wir uns versteckt. Ja, der kann einem auch nur Angst machen. Das Wolkenmeer ist voller Drachen, Kupo. Manche sind freundlich, wie Resswegger, doch manche sind böse und jagen uns Mokris zum Spaß. Sie dürfen nicht verärgert werden, sonst ist unser Frieden in Gefahr, Kupo. Hört mich an, meine Freunde. Diese Abenteuerin hat den Mokris im Wald schon viele Mal aus der Patsche geholfen, Kupo. Beurteilt sie und ihre Gefährten nicht vorschnell, Kupo. Gern würde ich dir glauben, mein bummeliger Bruder. Oh mein Gott. Von unter den Wolken, Kupo. Doch. Wir kennen uns kaum, werte Moklin, und wir erwarten nicht, dass du uns direkt vertraust. Warum gebt ihr uns nicht die Chance, unsere Redlichkeit unter Beweis zu stellen? Oh mein Gott, sind die süß! Wohlan, bisher habt ihr uns nichts getan, Kupo. Wir werden euch als unsere Gäste empfangen. Ob ihr unsere Hilfe wirklich verdient, werden die Erprüfungen unserer Ahnen zeigen, Kupo.
Katzen, wie süß. Ich brauche nur mehr Kupos. So Katzen-Mokri-Emotes, das wär doch was. Katzen-Mokri-Emotes, so eine Mischung aus beiden. Oh, ich brauche ich unterzeichnen kann. So. Ah, mit Mokri. Oh Gott, ist das süß, ey. Keiner von euch ist wie der andere. Wir Mokris gleichen uns sehr. Achso, ja, das wollte ich ja gar nicht vorlesen, die Dinger, ne? Nehmen wir das da. Das wird noch eher eine Klasse für mich werden als alles andere. Morgan. Hallo Morgan. Titan-Drachenschild. Puh, hab grad Schiefer auch schwer gemacht. Das war echt geil. Echt? Weil ich glaube, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber das wird mir auch noch blühen. Das wird mir auch noch blühen. So, aber warte mal, hier in der Region möchte ich. Oh, nee, möchte ich einmal meinen Mokri wieder. Ah ja, ich habe den Aufzieh-Alfino. Alfino möchte ich ungern jetzt hier packen. Oh Gott. Was gibt's hier? Humor. Ab. Dann den Bogen. Da ist da hinten noch was beim Morquen. Dann den Router. Und Mokmo hat auch noch was für uns. Ah, ne. Das ist einfach nur das, was wir hier abgeben müssen. Das ist auch okay. Für den Mokri auf einmal. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Mokri-Liebe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich glaube nicht. So, in die andere Richtung bin ich auf jeden Fall richtig. Yeah.
Ja, ich kann kein Englisch. Ja, so viele Leute, die auf Englisch anschreiben. Und ich keine Ahnung gehabt, was ich sagen soll. Aber weil ich kein Englisch kann. Da ist eine Pustewolke. Pustewolke 1 von 3. Da unten ist nichts. Jetzt bei diesem Turm, wo du diese Form bekommen hast. Okay. Ach, der. So, warte. Ich glaube, mein Asi-Pupsi-Schatz ist gerade nach Hause gekommen. Ich mache erstmal eine ganz kurze Pause und bis gleich.